Yo YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Es ist Mittwoch und heute steht ein Spiel mal wieder in der grünen Hölle an. Ich habe richtig Bock. Unter Flutlicht geht's gegen Fortuna Mombach. Wenn wir da direkt mal auf die Tabelle schauen, die Mombacher, ja, sind in der oberen Tabellenhälfte, haben allerdings ihr Ziel von dem direkten Wiederaufstieg in die Landesliga verpasst, haben da also keine Möglichkeit mehr, die Relegation oder auch die Meisterschaft zu erreichen. Wenn wir deshalb auch mal auf die letzten 5 Spiele der Mombacher schauen, scheint da etwas die Luft raus zu sein, haben da jetzt nicht mehr ganz so stark gepunktet. Wir haben mit unserem Unentschieden am Sonntag gegen Oppenheim den Klassenerhalt gesichert. Das heißt, heute im Spiel wird es nicht mehr um ganz so viel gehen. Allerdings haben wir noch die Möglichkeit, mit 9 Punkten aus unseren letzten 3 Spielen auf den 6. Tabellenplatz zu klettern. Das wäre doch mal sehr, sehr geil. Natürlich müssen da die anderen Spiele auch stimmen. Aber ich würde sagen, das versuchen wir jetzt einfach mal anzugehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal, checkt alle Social Medias, let's go! Ja, Leute, das Wetter ist wirklich so überragend. Ich glaube, wir haben jetzt so 15, 16 Grad, sonnig, bisschen bewölkt, optimale Bedingungen. Da hätte ich auch richtig, richtig Bock, mal wieder zu zocken. Kleines Update da an der Stelle auch vielleicht mal zu mir, da mich jetzt einige gefragt hatten in letzter Zeit. Also mein Knie macht mir im Alltag aktuell gar keine Probleme mehr. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich war jetzt gestern 40 Bahnen schwimmen im Schwimmbad. Das hat auch super geklappt. Habe da jetzt eigentlich gar nichts gemerkt. Ich war letzte Woche in Rom, bin da ganz viel gelaufen. Am Tag teilweise 25.000 bis 30.000 Schritte. Ich glaube, ich kann jetzt so langsam anfangen, auch mal wieder richtig ins Joggen oder ins Fahrradfahren reinzugehen. Ja, aber da wir jetzt nach dem Spiel heute nur noch 2 Spiele haben, brauchen wir nichts zu riskieren. Klassenerhalt ist eh sicher. Und ich mache mich dann nicht verrückt. Ich bereite mich einfach für die Vorbereitung vor, bin dann wieder fit für die nächste Saison. Wie geil. Oh. Ja. Nein. Ja. So ein guter Schuss. 1-0 zur Pause. Dummes Gegentor ganz früh, aber sonst geht's eigentlich. Ja!
Ah, Mann. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Leider 3-1 verloren. Direkt am Anfang unglückliches Gegentor bekommen. Ja, blöder Fehler, aber passiert, gehört dazu. Dann steht noch zwei Spiele an, gegen Guntersblum, gegen Klemm Windernheim. Da einfach das Maximum rausholen. Dann ist die Saison auch schon vorbei. Nächste Saison bin ich dann hoffentlich wieder fit mit am Start. Ich danke euch schon mal jetzt für den Support. Morgen geht's für mich nach Leverkusen, Rückspiel Euroleague Halbfinale gegen AS Rom. Habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. Euch ein schönes, langes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Peace out.